Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Master of the Universe Origins Folge, einer neuen Rezension. Und zwar geht es heute weiter mit Fisto. Und zwar die Figuren von, naja klar, Origins ist natürlich dann Mattel und nicht mehr Super Seven. Aber die Evelyn in Hellhäutig hatte ich ja vor kurzem erst auf dem Tisch. Also eigentlich vor ein paar Minuten, ne? Aber die Folgen, die werden ja verzögert, dann ausgestrahlt. Anführungsstrichen. Ja, Fisto, eigentlich einer der eher unscheinbaren Charaktere der ganzen Reihe, hatte aber dennoch, auch Staub, hatte damals aber eine zweite Funktion noch erhalten. Er hatte jetzt irgendwann nochmal das Schwert, deswegen habe ich jetzt auch die Vintage-Figur, hier nochmal die Super 7-Figur im Filmation-Stil. Er hatte damals halt den ganz normalen Power-Punch in der Hüfte, hatte dann aber noch einen Punch im oberen Bereich. Also hier oben in der Schulter war auch nochmal ein Federmechanismus untergebracht, dass er da auch nochmal so richtig zuhauen konnte. Also ein Double Punch war mit der Figur durchaus dann möglich. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie hier zumindest halt den Oberarmmechanismus mit eingebaut haben oder eben nicht. Denn das ist ja so gesehen dann noch schon ein Plus für eben diesen Charakter. Auf der Rückseite ist er zu sehen mit Jinjitsu oder wie er hieß. Der kam ja im Filmation nur ganz kurz mal vor. Oder Jitsu. Da ist er dann, ja, da wird er gerade attackiert. Die beiden hatten ja ungefähr dann auch die gleichen Funktionen. Gut, Jitsu hatte dann die Rüstung damals bekommen, oder das Oberteil, also den Harnisch von King Rando, oder der auch nachher King Rando beigelegt hat, oder war es vorher. Und hatte auch einen ähnlichen Mechanismus, nur dass er eben dann so eine Chopper-Hand hatte. Er hieß ja auch dann Chopper. Jitsu hieß er, glaube ich, dann bei Chopper hieß er bei Filmation und Jitsu hieß er dann bei den Figuren. Also, holla Wetter, hätte mich mal ein bisschen vorher vorbereiten sollen. Na gut, es geht ja auch um Fisto, aber hinten war er zumindest so mit drauf. Gezeigt wird halt, dass da diese Funktionen mit drinnen sind. Aber da bin ich gespannt, wie weit das dann umgesetzt wird. Gut, wir haben da hinten noch die zeitgemäßen anderen Figuren, die eben dann mit Fisto 2021 erschienen sind. Ne? Also Faker, Skeletor, Skeletor war sowieso schon vorher, das ist auch der normale He-Man. Aber eben der Fisto und Evelyn, die Hellhäutige und dann eben Merman als Lord of Power, also LOP, der Variante. Ja. Dann bin ich gespannt, wie das mit den Schwertern aussieht, denn das ist jetzt das Schwert von Triklops und vom Werkzeug her war das von Fisto eben genau das gleiche. Da bin ich mal gespannt, ob denn das hier so kontinuitätsmäßig dann auch beibehalten wurde. So, dann hole ich den guten Fisto da mal raus. Als Comic haben wir dabei Sucker Punch. Ist glaube ich jetzt das vierte Mal, dass ich das Comic-Heft dann hier vorliegen habe. Das kam irgendwie in der ganzen Wave, kam immer nur dieses eine Comic mit rein. So, das Aufschnippeln ist immer ein bisschen blöd, aber besser als bei den Super 7. Die, wie ich immer wieder sage, nicht zum Auspacken gedacht waren. Sicherlich, sondern halt auf Karte zu lassen, einfach für den Kollektor dann. Oder für die Kollektoren. Um die Figuren dann einfach nur so mock eben in der Vitrine stehen zu haben. Hat mich aber damals auch nicht gestört. Alle habe ich nicht ausgepackt. Denn dadurch, dass die Reihe eingestellt wurde, habe ich dann auch so ein bisschen, muss ich sagen, das Interesse verloren, da weiterzumachen. Die weiter auszupacken. Ja. Und dadurch ein bisschen das Ganze ein bisschen stiefmütterlich halt behandelt. Das war jetzt nicht die Klinge, das war einfach der Kunststoff, der gerade so ein bisschen gebrochen ist. War ein bisschen zu grob. Ja. Sucker Punch, das kennen wir. Aber ich sage es trotzdem nochmal für diejenigen, die zum ersten Mal jetzt das so hier reinschauen überhaupt. Also wirklich so die gemachte kleine Comic-Hefte. Angelegt natürlich an die Vintage-Zeit. Und da haben wir dann auch Fisto vorne mit drauf, mit He-Man zusammen. Und das Schöne finde ich, zum einen ist es halt, zumindest halt in der internationalen Version, halt ohne Sprechblasen. Ich meine, in der amerikanischen Version waren Sprechblasen mit dabei. Hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn da Sprechblasen gewesen wären. Ich finde es aber trotzdem schön, dass sich die Geschichte auch ohne Sprechblasen eben dann erklärt. Und es ist eine
keine Klebebindung, sondern eine Naht. Also das ganze Ding ist zusammengenäht, finde ich. Also wirklich so gesehen schon schick, wäre nur toll, wenn jetzt mal wieder ein anderer Comic mit dabei gewesen wäre. Dann haben wir noch einen zweiten Beipackzettel. Und zwar bei Fisto, wie bei Evelyn auch. Und auch beim Merman war es ja auch schon. Bei anderen. Dass man eben die Figuren halt so ein bisschen auseinanderbauen kann. Ne? Also die ganzen grauen Sachen kann man abnehmen und kann ihnen oder kann die Teile dann anderen Figuren zuordnen. Man kann da so ein bisschen bunt mischen. Seine eigenen Charaktere halt irgendwie zusammenbauen. Und da scheint dann ja kein Mechanismus mehr im Oberarm zu sein, da man ja den Arm einfach so abziehen kann. Aber mal schauen. Vielleicht ja doch. Und die haben es irgendwie hinbekommen, dass man den Arm trotzdem abnehmen kann und der Mechanismus dadurch dann nicht beschädigt wird. So, dann muss ich hier noch mal ein bisschen weiter schneiden. Sonst. So, geht's besser. Okay, die kann ich zur Seite legen. Hier nochmal die Figur auf dem Blister. Hinten drin ist das Schwert wie immer untergebracht, eng geschnürt in einem Polybeutel. Dadurch auch ein bisschen, ja, unten hat es sogar noch festgeklebt. Nicht nur angeschoben, sondern halt auch noch mit Tesa befestigt. Aber dadurch biegen sich die Teile manchmal so ein bisschen zu stark. Aber es ist nicht so doll zugezündet wie bei manchen anderen Figuren. Es steckt da einfach nur lose drin. Ja, und im Gegensatz, das kann ich schon mal zeigen, im Gegensatz zu Triklops seinem Schwert, ist diesmal der Griff leider nicht bemalt. Ja, schon schade. War aber, meine ich, bei der alten Version ja auch nicht. Bei Triklops war der Schwertgriff bemalt. Ich meine, bei Fisto, bei mir ist leider der... der Griff ist noch dran. Aber der ist nicht bemalt. Ja, das haben sie auch beibehalten. Schön. So gesehen nicht schön, aber es ist halt... Von der Kontinuität her natürlich dann stimmig. Ne? Hier die beiden, also mal einmal Vintage. Ne? Vintage das dunkle und das hellere ist dann halt die neue Version, die Origins-Version. Hier ohne die Schlaufe, ne? Vintage und dann auch die neue Version zu sehen. Warum sollen sie es schwarz machen, wenn es damals auch nicht schwarz war? Vollkommen okay. Kann ich jetzt also nichts gegen sagen. Sicherlich schön gewesen, wäre schön gewesen, wenn, aber jeder kann das natürlich dann noch anmalen. Ne? Portrait-Wellfarbe und dann geht's los. Damals noch etwas weicher vom Kunststoff her, ein bisschen gummimäßig. Und das ist heute schon etwas stabiler, das ist fester, das Material. Aber es ist das gleiche, wie gesagt, wie das von Triklops. Ob jetzt genau der gleiche Mold, also das gleiche Werkzeug, die gleiche Spritzform genommen wurde, mit dem auch das Triklops-Schwert dann gemacht wurde, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Aber es ist zumindest halt keine neue Modellierung und somit auch stimmig für die ganze Reihe. Und das hat ja damals auch die Figuren so ausgemacht, dass eben die Teile getauscht wurden. Dass also die Rüstungsteile, teilweise dann die Schwerter, wie wir gesehen haben, die Beine... Das sind jetzt He-Man seine Beine. Ich meine, das ist ja dann auch He-Man sein... Ah, nee, er hat ja die geschlossene Hand. Bei He-Man war es ja die rechte Hand, die geschlossen war. Und das war immer die offene Hand. Bei Fisto ist dann doch schon etwas anders, also umgeändert worden, dass er dann eben auch ein Zubehörteil in der Hand halten kann. Jo. Wie jetzt was gemischt war, das darauf gehe ich jetzt natürlich nicht ein. Also das heißt, mit ihnen bei den Beinen das Beispiel oder eben auch dann das Hüftteil. So, das zur Seite. Die Gummibänder weg. Und da haben wir ihn. Er hat dann diese Funktion eben nicht mehr. Er kann zwar jetzt natürlich dann die Superartikulation bekommen. Aber der Fehlermechanismus wie damals ist eben nicht mehr vorhanden. Da muss man eben schon mal so wirklich selber ein bisschen mitmachen. Ne? Also das ist halt mehr so ein Mittagsspielzeug. Und nicht faul irgendwie nur mal kurz am Arm ziehen und dann haut er eine Figur um. Ne? Hier muss man selber ein bisschen punchen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, die Artikulationspunkte. Da kann er den Kopf schön drehen und neigen. Das funktioniert. Dann hatte er den, wie gesagt, den Arm zum Schulter zum Drehen und Neigen, Ellenbogen zum Beugen und zum Drehen. Den Handschuh kann er bloß, da wo es angesetzt ist, eben
rotieren lassen. Andere Arm geht natürlich etwas mehr zur Sache. Da kann er dann die Hand auch noch beugen, in der er dann das Schwert hält. Ja. Den Rest gucken wir uns dann nachher noch an. Ja, die Manschette, die ist hier nicht bemalt. Sieht auch etwas anders aus. Aber schön finde ich auch, dass bei der Version war es ja so, dass der Harnisch, also die Rüstung oben, dann dran modelliert war. Und hier bei der Version, bei der Origins, ist es halt auch wieder so ein extra Teil. Ne? Ein extra Panzer, der vom Rücken her hier natürlich dann auch wieder sehr breit aussieht. Bei den alten Figuren, bei den Vintage-Figuren, war dann die Hüfte noch etwas taillierter. Nur das schon mal so als kleiner Vergleich. So. Ein bisschen bauchfrei ist er. Also so ein bisschen Rücken guckt durch, ne? Rutscht ein bisschen nach oben. Kann schon mal ein bisschen Zug kriegen. Für welche, die sowieso fast nackt rumlaufen, wäre es sowieso dann egal. So, dann haben wir den Drehpunkt ohne Federmechanismus in der Mitte. Dann natürlich die Beine im Oberschenkelbereich zum Drehen und Neigen. Dann die Knie zum Beugen und zum Drehen. Oberhalb des Stiefels, da wo der Stiefel angesetzt ist, zum Drehen sehr lose. Und auch der Fuß ist etwas locker. Da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken über das Stehen. Die Knie sind wirklich sehr weich. Also der könnte, mal gucken. Ja, geht aber. Eigengewicht kann er halten. Darum geht es ja. Beim Spielen ist es ein bisschen problematisch. Ab in den Sumpf oder so. Prey. Ja. So. Okay. Ja, kein Ausfallschritt. Das funktioniert. Ich gucke mal ganz kurz mal eben die Unterschiede. Ups, Schwerter hatten wir. Ja, aufgefrischt, wie die anderen auch. Aber hier finde ich halt auch, dass noch eine Ähnlichkeit vorhanden ist. Auch von den Gesichtern her. Der Kopf ist ein bisschen vom Durchmesser ein bisschen kleiner geworden. Erkennen, wenn man so von hinten sieht. Hat ein bisschen kleinen Kopf gekriegt. Aber ansonsten die Details auf der Rüstung. Ja, ist halt nicht so gesehen nicht viel zu machen. Aber es sind auch so die von der Anordnung her die gleichen Punkte. Ja, auch von den Stiefeln. Ne? Also wie gehabt eine Neuumsetzung der Figuren. Und selbst mit einem krummen Fuß kann er immer noch ganz gut stehen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut bei den. Zumindest bei den Figuren, dass die einigermaßen stehen. Bei den Tigern, ja, sage ich auch, glaube ich, jedes Mal, bin ich ja doch recht enttäuscht, dass die also wirklich beim Spielen halt dann dass die Kniegelenke oder die Beingelenke allgemein sich entweder reindrehen oder dann ja, in sich zusammensacken. Ne? Und das geht meiner Kleinen auch ein bisschen auf die Nerven, das halt dann so ist. Die spielt lieber mit dem Vintage-Tiger, mit Vintage-Battle-Cat, obwohl sie den Panther also recht cool findet, vor allem auch mit diesem Sattelteil und sowas. Fragt natürlich immer, warum Panther keinen Helm hat. Aber naja, da muss man immer so ein bisschen dann erklären. Braucht er nicht oder so. Ja, so, er kriegt erstmal sein Schwert wieder. Ansonsten finde ich die Figur wirklich dann solide. Moment, das Schwert muss ich gleich mal anprobieren. Trotz allem eine schöne Umsetzung, aber wie gesagt, was diese Figur eben ausgemacht hat, der Punch ist natürlich weg. Das war immer so natürlich das Tolle bei Fisto, bei der Vintage-Figur, dass der eben trotz seiner Normalität dann immer noch dieses Feature halt hatte. Ne? Hey! Na, richtig. Na, ein bisschen drückt dann weg, aber. Allzu doll ist es auch nicht, aber zumindest es knallt halt so ein bisschen. Und ich merke auch drüben beim, ne, also wenn sie damit am Spielen ist, dass sie dann doch diese bunten Charaktere eben bevorzugt. Ne? Also Triklops, der oxidiert da meistens auch dann irgendwie rum. Ne? Also der Merman, also der normale Merman, der sitzt mittlerweile im Windrader, also in dem Großen, nicht im Kleinen, sondern halt im Großen, der eigentlich dann schon so lange her, dass ich schon den Namen vergessen habe. Die Classics, genau, der Classic Wind Raider. Da sitzt momentan der Merman drin, sieht aber gut aus. Also macht sich ganz gut von der Größe, von den Proportionen her. Denn er war ja sonst immer recht klein ausgefallen. Den Origins Wind Raider habe ich leider auch nicht da. Da ich bin da noch sehr in Nachholnot, muss ich schon sagen. Aber zumindest kam erstmal der auf den Tisch. Endlich mal ausgepackt.
kommt natürlich dann mit drüben hin zu den anderen Motus und kann dann auch mal richtig schön im Spielbetrieb angetestet werden. Gefällt mir recht gut, natürlich auch wieder, weil er gut steht. Von der Modellierung gefällt er mir gut, außer dass eben der Harnisch im Hüftbereich doch etwas breit geworden ist. Aber dieses V-mäßige, das geht dann dadurch leider etwas unter, beziehungsweise diese Anklippstellen sind, ach, ich sehe gerade, das war etwas anders noch gelöst. Ach, das ist ein Weicher. Ah, okay. Denn der hatte ja einen harten Kunststoff für den Harnisch, für die Platte. Und die ganze Geschichte wurde halt oben an den Schultern eingeklickt und dann runtergeklappt und unten dann eingerastet. Und hier ist es halt ein weicheres Material. Und wahrscheinlich haben sie deswegen auch die Punkte hier unten etwas größer ausgelegt, damit der Kunststoff dann nicht wegreißt oder wegbricht. Ja, ist immer so ein Für und Wider. Einmal die Wirkung und einmal natürlich die Funktion, dass die so lange wie möglich dann auch erhalten bleibt. Es gibt genug Rüstungsteile, wo die Dinger halt abgebrochen sind. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Denn ein paar sind geordert. Green Goddess, Webster, Stinko. Stinko, da freut mich ganz, ganz doll drauf. Und was denn noch alles so kommen mag. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und ja, ich bedanke mich jetzt noch wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs dabei sein. Und würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.